Der Belgier Jan Hoot ist bei der Bevölkerung beliebt wie kein anderer Documenta-Leiter. Er macht aus der Documenta 9 ein großes Volksfest. Der Mann, der auf einer Stahlröhre zum Himmel steigt, ein Kunstwerk von Jonathan Borowski, wird zum Leitmotiv dieser Ausstellung. Die Kunst präsentiert sich unübersehbar im Stadtraum, auch mit dem ständig wachsenden Turm aus Schwemmholz des Afrikaners Mo Edoka. Das Labyrinth ist die Metapher für wohl jede Documenta. Im Museum Fridericianum findet Peter Kogler mit seiner Ameisentapete dafür das eindrucksvolle Bild. Ins Gedächtnis brennen sich auch die Videoköpfe von Bruce Nauman mit ihren aggressiven Klagelauten. Die Malereiabteilung wird von Eugène Leroy dominiert. Der Franzose häuft Farbschicht auf Farbschicht und wirkt wie ein Rembrandt der Gegenwart. Zum ersten Mal auf der Documenta ausdrucksstarke Kunst aus Afrika und Lateinamerika. Mit der neu gebauten Documenta-Halle steht ein weiterer Spielort für die Kunst zur Verfügung. Es ist allerdings nicht leicht, sie hier angemessen zu inszenieren. Die Documenta 9 gilt der Kritik als schwache, subjektive und wenig analytische Ausstellung. Das Publikum allerdings liebt sie. 609.000 Besucher. Es geht steil nach oben. Ein optimistisches Signal. Jonathan Borowskis Artist, das Symbolbild der Documenta 9. Kann die Kunst von heute halten, was der Himmelsstürmer verspricht? 200 Künstler aus der ganzen Welt sind für 100 Tage in Kassel versammelt. Die Documenta. Das größte Kunstspektakel, die Olympiade der Künstler. Ein grüner Hügel holt uns auf die Erde zurück. Keine Naturidylle, sondern einen Bunker stellt der Koreaner Jok vor den Eingang der Documenta. Das Auge eines verängstigten Kindes. Der Künstler erinnert an die Schrecken des Krieges. Den klassischen Säulen antwortet heute eine Säule aus Stahl und wiederum das Auge des erschreckten Kindes. Dem klassizistischen Ensemble auf dem Dach des Fridericianums stellt Thomas Schütte Menschen von heute gegenüber. Menschen, die von Not und Elend gezeichnet sind, die auf der Verliererseite stehen. Der deutsche Bildhauer, Jahrgang 1954, hat seine Tonfiguren eigens für den Friedrichsplatz konzipiert. Er hat die Einzelheiten der Kleidung, vor allem aber die Physiognomien, realistisch ausgearbeitet. Die Figuren vermitteln eine Aura von Fremdheit und Heimatlosigkeit. Sie kommentieren die aktuelle Asyldebatte, ohne agitatorisches Pathos. Bei diesem wild in die Höhe wuchtenden Turmgebilde kann man jeden Gedanken an Ordnung und Geometrie vergessen. Der Künstler arbeitet mit jeglichem Material, das ihm auch als Abfall in die Hände gelangt. Schwemmholz, verkohlte Balken, Kanister, Flaschen, Dosen. Seine Sammelwut verunsicherte bereits die Kasseler Polizei. Aber auch holzgeschnitzte Figuren, von Kunststudenten angefangen und verworfen, kommen in diesem zusammengebundenen Gebilde zu ihrem Recht. Beuys Schüler Mo Edoga nennt seine Arbeit Signalturm der Hoffnung. Ein Turm, der auch während der Documenta weiterwächst. Der Künstler, der zu seinen Lebzeiten am häufigsten auf der Documenta vertreten war, Josef Beuys. Er wurde von Jan Hoot mit seiner Arbeit Wirtschaftswerte, entstanden 1980, in das kollektive Gedächtnis aufgenommen. Wie viele seiner Installationen zielen die Wirtschaftswerte auf eine Kritik an der Konsumwelt.
Darüber hinaus zeigt auch dieses Ensemble die Neigung des Künstlers, die banalen Gegenstände als Bausteine für das Werk zu verwenden. Noch einmal Joseph Beuys, diesmal lebensgroß und lebensecht im Wachsmuseum, das der belgische Künstler Guillaume Beil in Schaufenstern am Friedrichsplatz eingerichtet hat. Mit Respekt und einer Portion Ironie wird hier die Geschichte der Documenta dargestellt. Hier der Mann, der 1955 die Documenta begründete, Professor Arnold Bode mit seiner Frau. Im dritten Schaukasten der diesjährige Kunstpapst Jan Hut, Museumsdirektor aus Gent und Leiter der Documenta 9. Auch bei ihm ist das Fridericianum der Hauptort. Überdimensionale Ameisen, durch Computer schier endlos vervielfacht. Ein riesenhafter, perfekt funktionierender Insektenstaat. Der Österreicher Peter Kogler zerstört den Traum vom Menschen als Individuum. Stattdessen Gleichschaltung, System, zwanghaftes Handeln der Massen. Die Videoinstallation von Bruce Nauman im Inneren steigert die wachgerufenen Ängste. Ein gequälter Mensch schreit immer wieder die Worte Help me, hurt me, hilf mir, schlage mich und Feed me, eat me, gib mir zu essen, friss mich auf. Wie eine pervertierte Litanei klingen die Rufe. Es ist eine Paraphrase auf den sadomasochistischen Drill der Green Berets, der amerikanischen Elitetruppe im Vietnamkrieg, mit dem die Soldaten auf Folterungen vorbereitet wurden. Bruce Nauman überträgt diese Ausnahmesituation auf die ganze zivilisierte Menschheit. Er nennt diese Arbeit Anthrosozio, was man zynischerweise mit Menschengesellschaft übersetzen muss. Die Zerstörung der Menschenwürde ist das immer wiederkehrende Thema in seiner Kunst. Hier boxt Jan Hut, der Documenta-Macher. Wenn alle Künstler dieselbe Verantwortlichkeit durchsetzen, als viele Boxer machen, dann ist es schon sehr viel. Ne? Dieselbe Verantwortliche aufnehmen, ihre Sache als ein ernsthaftes Metier zu sehen. Ne? Genau wie bestimmte Boxer auch ihre Sache als ein richtig ernsthaftes Metier sehen. Ein Schulmeister, ein Politiker. Nicht vergessen, wenn man das nicht ernsthaft als Metier nimmt, ne? Nach 2 Jahren ist man auf. Politiker kann man vielleicht ohne Verantwortlichkeit lange machen. Ohne Verantwortlichkeit Sinn. Reichlich naiv zeichnet Jan Hut den Boxer als Vorbild für den wahren Künstler. Ja, für den aufrechten Menschen schlechthin, weil er sein Metier kennt. Doch was ist das für ein Metier? Die Installation Bodycheck von Flatz bietet eine Antwort. Man muss sich durchboxen, seine Fäuste gebrauchen, den anderen, den Konkurrenten K.O. schlagen. Flatz zwingt den Betrachter zum Agieren. Indem dieser bereitwillig und ahnungslos auf das Angebot eingeht, dekouvriert er sich sogleich als Karrierist. Er bahnt sich seinen Weg auf Kosten anderer, die er beiseite drängt, und erfüllt so die Anforderungen unserer Erfolgsgesellschaft. Aus der Enge gelangt er in die wohltuende Weite, sparsam geschmückt mit ansprechenden Bildern. Und dann führt der Weg weiter in das Zimmer von Marius Krug, dessen Linien sich perspektivisch ins Unendliche verlängern. Man scheint in die Ewigkeit zu blicken. Im Vordergrund wartet ein leerer Stuhl. Seit jeher ein Hoheitszeichen, der Thron des unsichtbaren Herrschers. Diese subtile Arbeit des polnischen Künstlers schließt sich folgerichtig an die handfeste Installation von Flatz an. Der Preis des Erfolges ist die Einsamkeit. Im größten Kontrast
steht im benachbarten Raum das Werk des heute 80-jährigen Franzosen Eugène Leroy. Ohne jede Eitelkeit ist er ein extremer Vertreter der Peinture pure. Einzig am Zusammenklang seiner Farben interessiert, die er in immer neuen Kombinationen pastos aufeinandersetzt. Er gilt als einer der langsamsten Maler überhaupt. Den Gegensatz zum musealen Raum in Kassel zeigt sein Atelier in der Nähe von Lille. Es ist voller unvollendeter Werke. Tout doucement, je suis arrivé à faire peut-être une espèce de peinture hors sujet, une peinture. Ganz allmählich kam ich dazu, eine Malerei jenseits des Themas zu schaffen, eine Zustandsmalerei, fast immer mit einer oder mit mehreren Personen. Auf keinen Fall bin ich für die Gemälde des zeitgenössischen Stils gemacht. Nein, nein, Sie sehen, dass ich keine Staffelei habe. Seit mehr als 40 Jahren male ich auf dem Boden. Meine Leinwände sind zu schwer, keine Staffelei könnte sie tragen. Da ich kein Geld hatte, mir eine Luxusstaffelei zuzulegen, male ich auf dem Boden. Und ich fühle mich wohl dabei. Ähnlichkeiten mit taschistischer Malerei oder dem Informel sind eher zufällig. Eugène Leroy sucht seine Vorbilder und Weggefährten in weiter zurückliegenden Zeiten. Er bezieht sich auf James Ensor, nennt immer wieder Cézanne, aber auch Rembrandt. Jene Leute aber, die mich vor dem Impressionismus gerettet haben, das waren die frühen Niederländer, die mir zunächst aber nicht gefielen, denn sie widerstrebten zu sehr meinem Temperament, das eine Tätigkeit, eine Kraft, ein Emporsprudeln spüren wollte. Diese Dinge halten mich auch jetzt immer noch gefangen, wenn ich das Wort Energie benutze. Zwei Bilder auf der Documenta zeigen diese Verehrung der alten Meister. Sie sind eine Hommage an den Venezianer Giorgione. Dessen ruhende Venus scheint kaum wahrnehmbar unter den Farbstrudeln hindurch. Eine Verneigung des Greises vor dem früh verstorbenen Genie des venezianischen Kolorits. Selbstbewusst, konzentriert schaut er uns an, der Ringer aus dem Volksstamm der Nuba. Der afrikanische Kontinent, erstmals in Kassel vertreten, stellt sich vor mit einem symbolischen Kraftakt. Die bunt bemalten Gesichter der Nubier haben auch schon Leni Riefenstahl, völkische Beobachterin seit Jahrzehnten, in den Bann gezogen. Anders als auf ihren Fotografien freilich ist bei Sorn nichts von exotischer Verklärung zu sehen. Das verwandte Material ist grob. Und doch hält der Koloss jeder Nahaufnahme stand. Als gelernter Krankengymnast verfügt Saw über exakte anatomische Kenntnisse. Der Kampf, der sich hier abbildet, ist jedoch weit mehr als ein Duell zweier Giganten im Ring. Viele Nuba-Stämme sind vom Aussterben, vom Verhungern bedroht. Der Sand, in dem die Kämpfer stehen, die Sprödigkeit ihrer Haut, erinnert an die Dürre der sudanesischen Trockentäler und Wüstengebiete. Es gehört zu den großen Verdiensten des viel gescholtenen Dokumentamachers Jan Hut, dass er Ousmane Sow, dem Vertreter einer bei uns aus Überheblichkeit ignorierten Kunst, ein verdientes Forum verschaffte. Sow, der wohl angesehenste Bildhauer des Senegal, lebt hier in Dakar. Als ihn Jan Hut vor Ort nach Kassel einlud, war der afrikanische Künstler zunächst einmal ratlos angesichts der unverhofften Beachtung. Jeder, der die Documenta kennt, fragt, was ich gemacht habe, um daran teilzunehmen. Denn es scheint eine Veranstaltung zu sein, die sehr von Galeristen und Künstlern umworben ist. Sehen Sie, als ich die Einladung erhielt, habe ich keine Ahnung gehabt, dass diese Sache überhaupt existiert. Auch meine Agenten nicht. Und ich glaube, es ist doch besser so. Wenn die Vermittlung durch meine Agenten oder andere zustande gekommen wäre, dann hätte es ohnehin für mich keinen Wert. Die Tatsache, dass man meine Arbeiten gesehen hat und mich dann auswählte, obwohl so viele Künstler zur Verfügung stehen, das bedeutet mir sehr viel. Sows jüngste Arbeit? Eine Plastik in einem kleinen Hinterhof von Dakar. Mutter und Kind. Kein Familienbild. Der Vater fehlt. Auch hier, wie so oft.